Ja, moin Freunde, willkommen zurück zu Ruined King. Wir sind im Schattengewölbe angekommen. Wir haben Ari, wir haben alle Gruppenmitglieder. Ja, mal schauen, was jetzt hier abgeht. Wir können hier nicht rein. Um direkt hier hinzukommen natürlich, wir müssen hier rum. Mal gucken, was da so ist. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Nicht wahr? Ah, spannend, was für Boss es jetzt noch gibt. Wir müssen Maokais Wurzeln läutern. Der Gute braucht Hilfe. Schauen wir doch mal. Das Licht meiner Kugel kann diese Schattenmagie aufheben. Ah ja. Easy. Okay. Hey! Okay, wir gehen erstmal zu der Truhe da unten. What the hell? Okay. Au. Okay, man konnte einfach dann Benasia-Amulett. Hier. Schaden, kritischer Treffer und Hast. Jo, jo. Jo. Was? Achso. Achso, er hatte das gleiche, ja. Okay. Au. Okay, weil jetzt irgendwie, wenn man da an den Kugeln vorbei kann einfach, ist das ja irgendwie witzlos, aber na gut. Wer bist du denn, Minjung? Na du? Now you face a truth bearer. Oh. Drei Wellen. What the hell? Oh Mann. Warte mal, was war mit den Verirrten? Ja, den Verirrten als erstes killen. Hä? Jo. Bumm. Schön. Warum hat er kein... Achso, weil er geläutert wurde. Ja, ja. Gut, du bist weg. Bap. Nice. Schützen uns. Ich hätte mich mit Dings auch schützen sollen. Weil er greift halt alle an. Okay, so viel macht's nicht. Gut, wir haben uns auch geschützt. Bam. Jawohl. Okay, er wird vorher tot sein. Oh ja. Oh ja. Bam. Sense-Deep ist voll. Jetzt können wir nächste Dings heilt. Okay, was seid ihr für kleine Jungs? Huh? Der Kobold explodiert, tötet sich selbst und verursacht schweren magischen Schaden. Aua. Au, das ist... Au, wir alle haben Priorität. Okay, ich glaube aber, wir killen den Goblin zuerst. Beziehungsweise wir taunten. Oh mein Gott. Ja, wir müssen den Goblin auf jeden Fall killen.
Autsch. Dies. Oh. Okay, wir sind getarnt. Schön. Wer ist dran? Also du. Defend. Defend. Wir lassen den Verirrten. Ja, doch. Scheiße. Ja. Wir müssen... mal mit ihr angreifen. Wo ist der Goblin? Da. Ja. Ja, er ist betäubt. Ja, der... Yes, okay. Ich kill den Typi. Blutet er? Nein, natürlich nicht. Getarnten Zustand. So. Dann geht's Ari auf den Verirrten. Hit like a hunter. Und er? Schön. Genau so muss das sein. Genau so muss das sein. Okay. Noch eine Welle. Okay, das wird jetzt... Ja, wir müssen explodierendes Irrlicht killen. Ist egal, dass wir Schaden kriegen. Die heilen dann mit Illaoi halt einmal. Ja, das ist schon okay. Ja. You'll have to do better than that. Okay, vor dem einen auf jeden Fall. Verursacht zwei übertreibende magische, betäubt das Ziel, belegt es mit reißendem Flug. Ich guck mal, was das macht. Ja. Wir heilen mit ihr. Ja, gut. Ich reiz nicht. Was macht das denn? Nee, der ist nicht tot, weil er schon... Ja, wir müssen den anderen... Das war ihre Waffe, die AOE-Schaden gemacht, wenn sie jemanden killt. Ich verstehe die Fähigkeit von... Dings nicht, bin ich ehrlich. Pike. Verursacht über 122 Schaden. Betäubt das Ziel für eine kurze Zeitspanne, ja. Und belegt es mit reißender Flut. Nachdem er eine Aktion ausführt, verursacht er 428 Schaden und bewirkt einen zufälligen Debuff.
Wer ist mit R gemeint? Das. Ja. Keine Ahnung. Muss ich nochmal rumtesten. War jetzt auch blöd, dass er dann gestorben ist. Sollte ich mal früher anwenden. Okay. Easy. Mitternachtsring, Glücksköder. Mitternachtsring und Glücksköder. Schaden und Hast. Wäre halt gut für Miss Fortune. Aber ich gebe sie ihm. Nee, Quatsch, sie hat ja Ausweichen. Erdhast. Ja. Oh, den hatten wir schon, WTF. Was haben wir noch bekommen? Scheiße. Hab's ver... Matrosen? Nee. Vielleicht irgendein Story-Item oder so? Sortieren. Aktuellste Inhalte. Keine Ahnung, ich hab's. Weird. Heiltrank, okay, einfach nur Tränke. Au, lauf doch weiter. Okay, dann nehmen wir halt mal einen Gruppentrank. So. Hey! So, Junge. Okay, den, auf jeden Fall den Schattenbeschwörer. Einmal kann der verirrte Ari angreifen, ist okay. Oh ja, das war ein guter Schaden. Ist okay, passt. Au. Ey, ja. Ja, heil sie mal. Und mach's gut. Ja, der ist tot. Von den Debuffs. Ari geheilt, schön. Bäm. Und bäm! Da ist er weg. Ah ne, ist er noch nicht. Dammit, warum immer auf Ari, Junge? Ah, machen wir das. Dann wird Ari noch geheilt. Ajo, bam! Ei. Voll geheilt, schön. Und wir haben keinen Mana verbraucht oder so. Ult-Charge ist ja quasi umsonst, sozusagen. Tut das weh, oder? What? Hallo? Keine Ahnung.
Der ist an, der Schalter. Okay. Ah! Hey! Verirrter und Nebelelementar. Was war mit den Nebelelementaren nochmal? Ein Treffer mit Erschallnebel. Trotzdem. Wir müssen den Verirrten killen. Weil der halt den Schaden verstärkt, den wir kriegen, was nicht toll ist. Die greifen beide Illaoi an. Dann. Die fänden wir einfach mal. Sehr gut. Ach, die machen das, okay. Warum steht dann da nicht, dass sie alle angreifen? Das ist doch voll irreführend. Bam! Bam, schön. Schade, kein Crit. Easy. Mach's gut. I can taste fear. Hier ist es noch Splitter reinen Manas. Okay, das ist jetzt an. Ah, ich verstehe. So haben wir die Tür geöffnet. Aha, einmal links rum. Ja. Links rum. Beziehungsweise einmal schauen, was das ist. Im Podest ist ein matter Edelstein befestigt, der ein tiefes Summen von sich gibt. Jeder Versuch, ihn zu berühren, resultiert in einem leichten elektrischen Schlag. Ey! Oh oh! Big Boy! Okay, so krass ist es jetzt nicht. Also vom Leben her. Nach seinem Tod beginnt es, sich selbst zu rekonstruieren, wird nach einer langen Pause mit 50% Leben wiederbelebt. Okay. Fight me! Kennen ihn eh als letztes, von daher. Na? Ah, schade. That's gotta hurt. Boah, geht. Au. Ja, taunten. Ari soll er diesmal nicht angreifen. So. Der Oden, der Verirrte, ist tot. Wir sind getarnt, also wollen wir natürlich getarnt bleiben. Yes! Oh mein Gott! Wow! Diese Waffe ist ja mal ultra nice. Die Schaden an allen Gegnern macht, eventuell. Nee, Quatsch. Das ist nicht die Waffe. Das haben wir geskillt. Stimmt, die Waffe macht ab und zu mal Schaden an anderen Gegnern. Wir haben es geskillt bei Ari, dass sie bei einem Todesstoß AOE-Schaden macht. Hä, wir haben doch getroffen! Genau, Spiel. Ist klar. Ei! Okay, der sollte tot sein. Yay. Yay. Nice. Du bist beim nächste Runde tot, mein Junge. Bam. Yep, da ist er tot.
Sehr schön. Jupp, jupp, jupp. Ach. By the way, haben sich meine Soundeinstellungen resettet. Ich hoffe, dass ich alles wiederhergestellt habe, wie es war. Und dass ich mich gleich anhöre. Also meine Mikro-Soundeinstellung. Keine Ahnung warum. Das ist immer sehr geil. Danke, Windows, dafür. Oh oh. Erhöht Lebensraum um 5% pro Steigerung von wachsende Finsternis. Jo, genau. Ei. Oh Gott, der Kobold. Okay. Wir müssen den Kobold killen. Wir müssen aber auch Ari heilen. Ja, wir müssen Ari heilen. We make it look easy. Okay, Ari ist nochmal dran. Ich glaube, ich mach's so. Dann killt Ari den unteren und killt auch den oberen. Yes! Hit like a hunter. Okay. Au. Du bist getarnt. Da ist er. Wir wollen ihn betäuben. Jawohl. Schön. Okay. Dann können wir den killen. Makes me smile. Bam, bam. Und mach's gut, Minion. So. Oh, schreiben an den Großgeneral. Ich habe gerade noch überlebt. Loris konnte ich nicht retten. Als der Wahnsinn begann, fiel er hin und verhedderte sich in einem riesigen Netz. Ich schnappte mir sein Notizbuch, rannte davon und stolperte dabei über Netze und Knochen. Hinter mir hallten Schreie und ich hörte krabbelnde Beine. Ich spürte einen scharfen Schmerz in meiner Ferse. Ein schreckliches Maul fügte mir Bisse und Schnitte zu und brachte mich dadurch zum Stolpern. Ich habe einen Verband angelegt, aber es schmerzt immer noch wie eine Verbrennung. Ich muss die Karte und das Notizbuch zurückbekommen. Ich muss einen Weg finden, von diesem fürchterlichen Ort zu verschwinden. Der Pfad, den wir markiert haben, ist an jeder Biegung von Nebelgeistern blockiert. Im Gewölbe konnte ich kurz verschnaufen. Die zwitschernden Geräusche wurden lauter. Ich kann sie immer noch hören. Ich habe beinahe das Gefühl, sie krabbeln über meine Haut. Ich werde einen Weg hinausfinden, nachdem ich meine Augen geschlossen habe. Nur ganz kurz. Ich muss meine Kräfte schonen und mein Bein ausruhen. Ich muss diese Dokumente an den Großgeneral übergeben. Es ist meine Pflicht. Immer noch meine Pflicht. Hm. Schwerer Ledermantel, Roben eines Hafenmeisters. Oh. Okay. Was mit dem Aromen des Hafenmeisters? Weniger Ausdauer, weniger Ausweichen. Mehr Verteidigung, Angriffsstärke. Aber erhöht die Ausweichrate. 121. Nope. Nope, nope. Das andere war besser. Das andere war besser. Dup, 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 dup. Wieder so ein Konstrukt. Moin. Na du. Flop. They will know me.
Okay. Was haben die nochmal verursacht? Schweren Schaden. Okay. Wir müssen mit Dings direkt taunten. Und Mana benutzen. Verteidigen. Oh ja. Oh ja. Okay, easy. Easy. Wir sind ja noch getauntet, also wir verteidigen einfach. Ja, na gut. Schön. Ari kann ihn jetzt killen wahrscheinlich. Jawohl. We're getting pretty good at this. Oh no, Hilfe. Ich habe eine Fraktur auf Ilaoi. Ich dachte nach langer Zeit. What? Hä? Hä, wie dumm. Ready to see my true nature. Hit like a hunter. Hall ich ja gar nicht. Ist er direkt wiedergekommen. Ah, wir haben nicht waren nicht mehr im Taunt, scheiße. Okay, der ist tot. Mal wieder. Mhm. Und tschüss, Junge. Nach einer langen Pause wird er wiederbelebt mit 50%. Also ich weiß es nicht. Entweder sind die Texte teilweise komisch oder das Spiel hat noch den ein oder anderen Bug. Okay, die Verirrten natürlich wieder wegmachen. Ja, ja. Ilaoi... Taunted nicht. Und dann, wir killen den einfach direkt. Oder nicht. Weil wir nicht kritten. Au! My hunger is fading. So, natürlich, ja doch, den will ich jetzt killen. Tschüss. Nee, du bist getarnt. So. So, heil dich. Schön. Und jetzt taunten wir. Ja. Hier, der ist tot. Ihn betäuben wir. Ein bisschen.
Ne, wir haben ihn betäubt. Wir haben ihn aus seiner Aktion rausgeholt. Für mich gut ist. So. Schön. Und Ari ist nochmal dran. Bam. Okay, diesmal ging es nicht irgendwie. Schlitz, Schlitz, Schlitz. The test of the bull gives wisdom. It costs tea. Okay. Okay. Dieses Gerät erzeugt farbige Kristallsplitter. Dieses Gerät hier bietet grüne und blaue Varianten. Du kannst nur einen von jeder Farbe bei dir tragen. Okay, erstmal noch nichts machen, weil ich noch nicht weiß, was wir damit machen sollen. Dieses Gerät kann offenbar Farbsplitter kombinieren. Es leitet Energie durch die Splitter und kombiniert zwei Splitter unterschiedlicher Farben zu einem neuen. Auf der Seite des Geräts befindet sich eine Tafel mit einer einfachen Anleitung. Es verwendet das Farbschema Rot, Blau, Grün, erzeugt Sekundärfarben. Ja, okay. Mögliche Farbkombinationen. Immer Grün und Blau. Oh, warte mal. An dieser Truhe befinden sich zwei Juwelenfassungen in unterschiedlichen Farben. Eine ist blau, die andere ist Zianblau. Ah ja, okay. Verstehe. Einen blauen Splitter anfordern. Was verzieren nochmal? Grün und blau. Grün und blau, grün und blau. Cyanblau. Nice. Buchlose Wurzel. Ausdauer und Hast. Ja, so. So, und hier ist Rot und Gelb. Rot und Grün, ja. Habe ich mir fast gedacht. Oh. Mäm. Mäm. Super schwer. Und jetzt noch den roten nehmen. So. Yep. Geschenk des Piraten. Oh, geil. Schlangengift. Okay, da will ich aber was anderes drauf haben. Verzauberung. Warte mal, ich will. Eigentlich. Blutung ist besser für Dings. Für. Na? Pike. Deswegen will ich Blutung da drauf haben. Und natürlich 300%. Nee, das ist ein bisschen viel.
Machen wir mal so. Cool. So. Bezaubert. Das hat Verbrennung. Oh ja, und Blutung. Geil. Was haben wir eigentlich bei Pike drauf? Erhöht die kritische Trefferrate. Mhm. Ja, wir machen mal bessere Kritrate drauf. Jawohl. Oh ja. Oh ja. Ja, moin Freunde. Vielen Dank fürs Einschalten. Für mehr Stuff von mir, abonniert doch bitte den Kanal und macht die Glocke an, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und schaut auf meinen anderen Kanälen vorbei. Würde mich sehr freuen. Ja, ansonsten bis zum nächsten Video. Macht's gut, Freunde. Tschüss.